Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zur zweiten Folge von Bell Ride. Ja, es macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß und es hat ein paar aufregende Funktionen. Ja, doch. Also ein paar Sachen, die es besser macht als Mad Eagle. Aber auf dem Level von Mad Eagle ist es noch lange nicht. Aber für ein Early Access schon echt, echt gut. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Und damit, let's go. So. Jetzt hacken wir Holz. Wir müssen sowieso diesen kleinen Wald hier ein bisschen lichten. Sonst haben wir keinen Platz für die ganzen Gebäude, die hier hinkommen. Ach, das war ein Baumstamm. Okay. Ach, kann das sein, dass der aus meinem Baumstamm Holz macht? Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, wie das hier funktioniert. Aber es funktioniert. Das ist erstmal wichtig. Aber wir müssen für jeden Baumstamm neu schneiden. Auch interessant. Lachs. Aber erstmal tun wir hier die Baumstämme an. Pack mal die Waffe weg. Den gab es ja hier in Hülle und Fülle, ne? Ja. Bye-bye. Inventar ist voll. Natürlich. Oh, 10 Erz. Ja. Ich muss mal ein bisschen was einlagern. Mein Inventar geht zu schnell voll. Ich muss ja trotzdem... Ich dachte, ich kann das überspringen, dieses ganze Rumgefummel hier. Aber es gehört anscheinend dazu. Ich frage mich, wie komplex das wird, wenn wir ein richtiges Haus bauen. So. Wir haben ein Wohnzelt gebaut. Ein Wohnzelt hat auch nochmal... Achso, hat auch nochmal ein kleines Lager. Verstehe, verstehe. Ich habe 2 Baumstämme im Inventar. Wozu? Kriege ich hier gar nicht ein. Warte mal, ich baue eine neue Lagerkiste hier. Da tue ich jetzt das Zeug rein. Füge Flachs hinzu. Schon wieder Flachs, meine Güte. Wie viel Flachs brauchen wir denn? Aber wir können uns gleich den Jäger holen. Der kann dann für uns Fallen bauen, die wir dann ans Dorf liefern. Oh oh. Erster Fight. Los. Erledigt. Das war knapp. Das war knapp. Jetzt, pass auf. Alter, ich habe meinen ersten Wolf getötet und jetzt zeigt er mir, wie ich kämpfen soll. Bewege die Maus nach links und rechts, oben und unten und klicke gleichzeitig linke Maustaste, um einen gerichteten Angriff auszuführen. Oder rechte Maustaste, um einen gerichteten Block auszuführen. Halte L, also linke Maustaste, länger gedrückt, um einen Heavy Attack auszuführen. Ach du Gott. Beobachte deine Feinde, genau wenn sie in die gleiche Richtung angreifen und blocken. Denke dran, dass Beinarbeit und Abstand halten der Schlüssel zum Erfolg ist. Oha, okay. Es gibt viele Waffentypen. Schwerter, Äxte, Bögen, Schilde und mehr. Baue deine Stadt aus, schalte Technologien frei, um sie bestellen oder selbst herstellen zu können. Aber geil, dass er mir... Ich kann den Wolf ausnehmen ohne ein Messer. Interessant. Oh. Ein Fell. Ich werf mal Salbei ab. Und Hanf brauche ich gerade nicht. Aber schön, dass er jetzt so einen Beutel da macht. Dann kann ich mir wenigstens nachher das holen. Aber ey. Also. Zeigen mir den Scheiß erst, nachdem ich den Kampf gemacht habe. Schön. Ich hätte fast verloren. Der Wolf hätte nur noch einmal zubeißen müssen. So. Das ist ein großer Baum. Wenn ich die Truhe habe, wenn ich das eingelagert habe, dann gehen wir zu dem Typen und holen den in unser Lager. Ah, guck mal, Lagertruhe. Ah, es kann gesteckt werden. Oh Gott, ja, endlich. Es kann gesteckt werden. Aber wir haben nicht viel. Wir haben nicht viel Auswahl an verschiedenen Sachen. Doch, der macht dann einfach noch einen Teil dahin. Geil!
Lagertruhe. Oh, ich glaube, das Lagertruhe ist wie Mad Eagle unser erstes Lager, wo im Prinzip das ganze Dorf drauf zugreifen kann. Füge Holz hinzu. Ich muss das Wolfsfleisch mal grillen. Ich esse jetzt den Wolf. So. Zack. Dauert ganz schön lange, so ein Wolfsschenkel. Ich finde es auch gut, dass man so hier diese Seven vs. White Shelter hier baut. Um dann erstmal Leute zu haben, dann erstmal zu forschen, um dann eventuell irgendwann, wo ist der Forschungsbaum? Dann irgendwann so richtig geile Häuser baut, ne? Also das ist schon. Also es hat gutes Potenzial für ein Early Access hier. Das sieht gut aus. Auch diese Prämisse, dass je reicher und größer dein Dorf wird, desto mehr Banditen darauf aufmerksam werden, ist schon cool. Und dass du wirklich auch Wachen abstellen kannst mit Waffen und so, die hier patrouillieren und dann gegebenenfalls die bösen Jungs verdröschen. Geil. Jetzt warte ich hier auf mein Essen, ey. Reisegewand. Geschwindigkeit minus 3, Geschwindigkeit minus 1. Okay, wenn ich das ablege, bin ich schneller. Das ist ja witzig. Kann ich das zweimal essen? Nee, kann ich nicht. Das Essen funktioniert hier wie in Valheim. Dann nehme ich mir, dann klaue ich mir noch eine Beere auf dem Weg zu unserem Jäger, den wir jetzt engagieren. Okay, zack. Schön. Erstmal schön viel Ausdauer bekommen durch die Beere. Das ist gut. So, wir müssen da hoch. Und die Map an sich ist auch groß. Wirklich groß. Also. Geht. Ja? Also, wenn man hier noch Potenzial hat, hier was hinzumachen. Und hier oben noch so. Es könnte ein Spiel werden, was wirklich gut wird. Was jetzt schon sehr gut ist, sage ich. Also, das heißt sehr gut, aber für den Stand, für den Early Access Stand. Ist das schon nicht schlecht, was man hier spielen darf. Also hier oben müsste er sein. Der gute Jäger. Gibt es Neuigkeiten? Ist mein Zuhause fertig? Ja, ich bin bereit. Du kannst dich mir anschließen. Kannst du mir jetzt beibringen, wie man Fallen baut und wie sie funktionieren? Lass uns anfangen. Bau den Forschungstisch für mich und dann zeige ich dir, wie es geht. Oh, und denk dran, dass du sie, sobald du sie gebaut hast, in dichten Wäldern platzieren solltest, um die Chance zu erhöhen, etwas zu fangen. Werde ich machen. Lass uns an die Arbeit gehen. Okay, der ist jetzt mein Gefährte. Der kommt jetzt mit mir mit. Deine Dorfbewohner. Okay. Deine Dorfbewohner können jederzeit einer von drei Rollen zugewiesen werden. Ein Arbeiter erfüllt deine Handwerks- und Produktionsaufträge in der Siedlung. Ein Gefährte reist mit dir und befolgt deine Befehle. Ein Wächter patrouilliert und verteidigt deine Siedlung vor Gefahren. Neu. Du kannst deinen Gefährten Befehle erteilen, indem du kontextbezogene Befehle zum Angreifen, Ernten und Bewegen gibst. Probiere es selbst aus. Okay, verstehe. Es ist wichtig, dass du deine Dörfer gut ernährst. Ernährt bleiben. Dass deine Dörfer gut ernährt bleiben, wenn du hungrig wirst, werden deine Gefährten, Arbeiter und Wachen ihre Arbeit unterbrechen, um Nahrung zu suchen. Je besser das Essen, desto länger können sie arbeiten. Aber heißt das, dass sie sich theoretisch selbst verpflegen, wenn ich nichts mache? Komm mal mit jetzt. Komm, wir sind die Knüppelcrew. Wir knüppeln alles nieder. Nice. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück ins Lager und dann bauen wir ein paar Fallen und wir sollen ihn ja dann in einen Arbeiter verwandeln, aber ich würde ihn jetzt erstmal ins Lager führen. Wir überführen dich erstmal, mein Freund. Wir müssen nämlich hier in den Wald rein. Versteckte Location und so. Ich finde, ich habe einen sehr, sehr guten Spot gewählt. Irgendwann werden wir dieses Wolfslager hier auch noch mit einbinden ins Dorf. Das ist nämlich der ideale Ritualplatz für nicht-christliche Rituale. So, jetzt gucken wir mal. Bevölkerung. Was ist das? Herstellung 5. Lieferung 5. Kochen 5. Forschung 5. Arbeitsprioritäten. Oh,
das kann ich wie in RimWorld machen. Geil. Das ist super. Das ist sehr, sehr gut. Landwirtschaft, ernten, schmelzen, Holz fällen, jagen. Du hast kein Gebäude für diesen Job, verstehe. Und hier kann ich ihm nochmal sagen, Gefährte, Wache oder Arbeiter. Okay, dann sei mal Arbeiter, bitte. Lebt in Wohnzelt. Forschungstisch ausliefern. Okay. Was macht er jetzt? Er bringt jetzt Sachen in den Forschungstisch. Aber wozu? Haben wir hier was eingestellt? Ach so, das Ding. Nee, das will ich noch nicht machen. Mach mal eine kleine Falle. Erforsche mal kleine Falle. Erforsche die kleine Falle mit Hilfe deines neuen Siedlers. Lass ihn das Falle an deiner einfachen Werkbank herstellen. Lass ihn das Falle. Das Falle? Okay. Und im dichten Wald zusammen mit dem Köder aufstellen. Jetzt muss ich erstmal meine Baumstämme hier rein. Hier sollten auch Nahrungsrationen rein. Machen wir jetzt einfach mal. Wo ist er hin? Digga, er ist weg. Nein, da ist er. Ach, du sammelst jetzt dafür. GG. Okay, Feuer ist gerade ausgegangen. Nice. Können wir noch irgendwas bauen, um ihn zu unterstützen? Plumpsklo. Nee. Wir haben wirklich nichts mehr, was wir wirklich gut bauen können. So, er erforscht das jetzt. Oh, okay. Läuft. Kleine Falle. Aber wie... Untätiger Bürger. Das ist das Zeichen für untätig. Okay. Aber wie kann ich ihm jetzt sagen, Bergbank verwalten? Nicht genügend Ressourcen. Okay. Hier kann ich selber was herstellen, hier kann ich es verwalten. Und macht er jetzt was? Das ist eine einfache, aber zuverlässige Möglichkeit, sich eine schnelle Mahlzeit wie Kaninchen zu sichern. Benötigt Köder. Holz 5. Pack jetzt einfach mal Holz. Und tu das dann da rein. Ins Lager. Nein. Werden wir angegriffen? Ja. Er greift uns an. Los. Knüppel drauf. Ja, drauf da auf den. Warum werde ich nur gebissen? Sehr schön. Gute Arbeit. Jetzt tue ich das Holz einmal mal ins Lager. Und hoffe, dass er damit arbeitet. Oder, wartet mal. Ernten, Landwirtschaft, Holzfällen, Lieferung, Kochen, Jagen, Bau. Training. Herstellung. Er tut was. Krasses Pferd. Sehr gut. Also funktioniert das wie ein RimWorld. Ich liebe RimWorld. Und dass sie das übernommen haben, krass. Geilumat. Kann man dann die Prioritäten anhand der Skills der Arbeiter. Da steht ja auch, was der für Skills hat. In was der gut ist. Attribute. Jagen? Nee, hier. Landwirtschaft 2 von 6, Kochen 2 von 6, Herstellung 2 von 6. Arbeiter 2 von 6. Aber das steht hier nicht, ne? Hier steht's. Wie gut der ist. Okay. Lass ihn das Falle an der Werkbank herstellen und im dichten Fall zusammen mit dem Köder. Wo ist jetzt die...
Ist jetzt im Lager die Falle? Ja. Die ist im Lager. Zusammen mit einem Köder. Was ist denn da schon wieder? Jetzt ist hier schon wieder ein Wolf. Wir haben ja anscheinend ein großes Problem mit Wölfen. Komm, komm, komm. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Rauf da auf den Köter. Okay. Zusammen mit einem Köder. Dann werden wir, glaube ich, mal die Beeren als Köder nehmen. Ich stelle jetzt eine Falle auf. Im dichten Wald. Machen wir es doch einfach mal hier. Also ich würde sagen, das Graue, das Dunkelgraue ist dichter Wald. Würde ich jetzt mal behaupten. Benutzen. Ah ja. Und was hin? Führe Beeren zu. So, jetzt haben wir einen Köder. Wir sollen 3 davon herstellen und dem Typen bringen. Bringe ein Fell zu. Aber ein Fell ist es jetzt. Achso, okay, das ist jetzt egal, was das für ein Tier ist. Es ist ein Fell. Wir brauchen echt viel Holz. Ein Holzfällerlager wäre, glaube ich, nicht schlecht. Oder die Bäume spawnen sehr schnell wieder nach. Das wäre auch gut. Das hier noch ein junger Baum? Das ist, glaube ich, auch ein junger Baum, ne? Ja. Oh, mehr können wir nicht reintun. Schade. Ach, ach, hier oben steht's. Volumen 50 von 50. Verstehe. Gehen mal Fallen her, bitte. Und wir brutzeln etwas. Ach, das kann er theoretisch auch machen, ne? Kann auch für uns kochen. Weil wir haben ja jetzt eine Feuerstelle, da kann er ja kochen. Aber ich werde mal schlafen. In der Hoffnung, dass er morgens fertig ist mit den scheiß Fallen. Tag 4. Tag 4 schon. 3 Tage bis zum Winter. Oh. Uns fehlt wieder Holz. Wie sieht's mit der Falle aus? Noch nichts passiert. Achso, von unten können wir also nicht ziehen. Sammle jetzt noch ein paar Beeren. Weil wenn wir Winter bekommen, ist natürlich dann... Kriegen wir nicht mehr genug Zeug hier ran. Habe ich so viel Holz gesammelt, dass es gar nicht hier reinpasst. Wir brauchen noch eine Kiste. So, wir haben jetzt 3 im Inventar und ein Fell sollen wir bringen. Verstehe. Gut, ich gehe erstmal zurück zu dem Questgeber. Zwischendurch noch ein paar Beeren ernten, das geht immer. Ich frage mich auch, wie die Landwirtschaft wird, ob man hier richtige Felder aufzieht und so. Wir haben ja ein paar Samen schon gefunden, so Flachs und Hanf und so. Das wird noch interessant. Sehenswürdigkeit. Ah, was ist da denn Sehenswürdigkeit? Also Beeren sind so wichtig, damit wir länger rennen können. Um einfach die Wege hier ein bisschen zu verkürzen. Das hier, die Sehenswürdigkeit. Ethnischer Schrein. Opferkasten. Auf. Gelootet. Weg. Lehrlingsbuch Arbeiter. Okay, okay. Interessant. Interessant. Haben wir eigentlich schon mal ein Level Up oder so? Nö. Aber, ach so, wir machen ja nur durch Tun leveln wir ja im Prinzip, ja, verstehe. Wir müssen was tun. Zwiebel. Jetzt einfach mal eine Zwiebel. Alter, jetzt haben wir aber wirklich... Und Kartoffelpüree. Drücke ich mir auch mal rein. Oh, Alter, unser Ausdauerbalken ist ja gigantisch. Geil. Könnte ich sogar einen Hasen mit der Axt killen, mit dem Ausdauerbalken. So, jetzt kriegen wir die erste Reputation, würde ich sagen. Weil wir ihm jetzt seinen Auftrag erfüllt haben. Du bist zurück, hast es geschafft, ihn zu überzeugen. Hier ist dein Fell. Frag mich nicht, wie. Sind wir jetzt quitt? Das ist gut, wirklich beeindruckend. Leider ist das noch nicht das Ende. Ich brauche noch etwas von dir. Siehst du, wir haben ein Problem mit Wölfen und jemanden muss sich darum kümmern. Du hast den Verstand verloren. Hasen zu jagen ist eine Sache, aber mit Wölfen zu kämpfen? Du hast mir gezeigt, dass du dein Wort hältst. Ich brauche mehr, um dir zu vertrauen. Wirst du es für mich tun oder nicht? Gut, ich werde dir Wolfsfelle als Trophäe bringen. Okay. Aber was ist mit den... Was ist mit den Fallen? Ach, die habe ich jetzt auch abgegeben. Okay.
Töte die Wölfe. 0 von 2. Und wo? Ist egal, ne? Questziel, da. Kann ich jetzt auch sagen, Bevölkerung, der hier ist jetzt mein Gefährte. Ist der dann, kommt der dann zu mir? Müssen wir mal beobachten. Das wäre natürlich geil, wenn er jetzt zu mir kommen würde. Und es sieht danach aus. Es sieht danach aus. Wir gehen erstmal zum Lager, wo wir den Holzfäller geholt haben. Da. Nicht den Holzfäller, den Jäger meine ich. Vielleicht treffen wir uns da mit unserem Gefährten. Natürlich das Lager unbewacht. Aber ich glaube, dass uns noch niemand angreift. Kupfererz. Ah ja. Ja, der zeigt die Ressourcen auch gleich auf der Map an. Gut. Folg mir, mein Freund. Wir gehen in den Wald und jagen Wölfe. Zwei müssen wir nur töten. Sollte machbar sein. Zumindest wenn die zwei nicht auf einmal kommen. Hier sind ganz viele. Wir müssen ein paar rauskalten jetzt. Hier gibt es auf jeden Fall auch Kupfer. Komm her. Digga. Jetzt habe ich ihn gehauen. Jemand noch da unten. Nicht, dass der mir hier noch mehr Wölfe anlockt. Aber ich bin full life. Krass. Er kommt hinterher, slow and steady, ne? Also schnell wie ich bin, ist er nicht. Ach so. Waffe wegstecken, sonst kann ich mit ihm reden. Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn ihr etwas braucht, macht schnell. Was die Wölfe betrifft. Warte, du bist wieder da? Sicherlich hast du nicht. Ich habe die Felle von den Wölfen geholt, wie verlangt. Sie werden kein Problem mehr sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Das ist sehr geschätzt. Das ist sehr geschätzt. Aha. Habe ich auch so noch nie gelesen. Oder gehört. Kann ich meine Ermittlungen in Helmdene jetzt fortsetzen? Ja, ich nehme an, du kannst du auch wenn du den Geisteszustand in Frage stellst. Was? Wenn ich deinen Geisteszustand in Frage stellen könnte, weil du zu schnell. In der Tat, du scheinst eine größere Gefahr für dich selbst zu sein. Ausgezeichnet, dann mache ich mich an die Arbeit. Ruhm 100, Vertrauen in Harndir gewonnen 150. Wir sind jetzt Mitarbeiter. Mitarbeiter. Also da steht hier, ne, weil ich wieder mit meinem dicken Arsch davor sitze. Okay. Jetzt sind wir erstmal, du hast Hunger, ne? Kann ich dir was geben? Nimm mal das und iss das mal. Jetzt sind wir erstmal auf uns allein gestellt. Hier gibt es zwar Leute, die mit uns quatschen wollen. Können wir auch mal machen. Also hier gibt es eine große gelbe Sprechblase. Das ist, glaube ich, die da vorne. Die da gerade gegen das Gerüst läuft. Wie geht es unserem neuen Armdehner? Gibt es Fortschritte bei deiner Suche? Ich überlege, was ich als nächstes tun soll. Hast du irgendwelche Ideen? Ich nehme an, dass du eine Weile im Flachland bleiben wirst. Also denke ich, dass du an deinem Lager arbeiten solltest. Es ist schließlich dein Zuhause. Und dein Platz, um dich zu schützen und deine nächsten Schritte zu planen. Wenn dir so etwas wichtig ist, stelle ein paar Leute ein und baue nützliche Strukturen. Wie stelle ich Leute ein? Du wirst dich, willst noch weiterhin in dieser bequemen Hütte leben, oder? Bist du dir sicher, dass die Leute sich mir anschließen wollen? Ja, wenn du etwas tust, das ihnen zeigt, dass du es wert bist. Hilf ihnen auf irgendeine Weise. Steigere deinen Ruf, tu etwas, über das sie Lieder schreiben werden. Die Leute hier suchen verzweifelt nach jemandem, der beweist, dass Passivität keine Art zu leben ist. Ich verstehe, ich habe noch ein paar andere Fragen. Nur zu. Und was soll ich tun, nachdem ich ein paar Leute rekrutiert habe? Ich habe gehört, dass Älteste von Patzdorf ein Problem mit Banditen hat.
Es ist eine Gelegenheit, einige der Dorfbewohner dort zu treffen und der Vertrauen zu gewinnen. Verdient vielleicht ein paar Münzen. Vielleicht, wenn du Antworten dort nicht findest, wirst du zumindest ein paar Mittel für deine Suche bekommen. Und bei den Göttern, sei vorsichtig, wenn du dieses Siegel zeigst. Du könntest jemanden begegnen, der bereit ist zu töten, um seine Geheimnisse zu schützen. Danke für deinen Rat. Auf Wiedersehen. Aber wie kriege ich jetzt neue Peoples? Heure einen weiteren Gefolgsmann an. Aber how? Okay. Ah, jetzt kommt's. Jetzt wird's mir erklärt. Jetzt! Wieder viel zu spät, wie bei den Wölfen. Hilf den Bürgern, Vertrauen in einem Dorf zu erlangen, um sie anzuheuern und neue Spielmöglichkeiten freischalten zu können. Wie mache ich das? Also einfach mit denen quatschen. Verdiene Ansehen durch das Abschließen von Quests, den Bau von Gebäuden und die Abwehr von Bedrohungen. Dies ist eine Währung, mit der du Dorfbewohner anheuerst. Okay. Sobald du ein gewisses Maß an Vertrauen in einem Dorf aufgebaut hast, kannst du eine Befreiung durchführen. Warum ist das so lustig? Niemand hätte gedacht, dass du es tatsächlich tun würdest, am wenigsten der Älteste. Er wollte dich nun loswerden. Ich wünsche, ich hätte sein Gesicht sehen können, als du tatsächlich aufgetaucht bist und die Fellen in der Hand. Nur dafür helfe ich dir gerne, aber ich brauche zuerst etwas von dir. Was brauchen sie von mir? Du wirst mir helfen, den Herrn des Flachlands zu töten. Moment, meinst du das ernst? Nein, ich wollte nur sehen, wie du reagieren würdest, okay? Floy, wenn du wirklich helfen willst, lass uns den Leuten von Harndale anfangen. Lass uns mit den Leuten von Harndale anfangen. Die Niederlande befinden sich in einer schwierigen Lage und es gibt viele Menschen, die Hilfe brauchen. Die Ältesten sind entweder überfordert oder inkompetent. Oder beides, wie im Fall Dobrun. Also ich will etwas dagegen unternehmen. Sag es nur nicht Dobrun. Großartig, sag mir einfach, was ich womit ich anfange. Du hast jetzt die Freiheit, mit den Leuten zu reden. Glück gehabt, lass uns herausfinden, wer Hilfe braucht. Du scheinst Probleme mit Ältesten Dobrun zu haben. Warum ist das so? Alter, ich skippe das mal kurz, ne? So, Quest verfolgen. Lege den gestohlenen Gegenstand in das geheime Versteck. Hier sollen wir hin. Ich habe jetzt die komplette Quest geskippt. Aber wir sollen da irgendwo hin. Dann gehen wir doch da mal hin. Was mache ich mit dem Buch? Kann verwendet werden, um die Fähigkeiten deiner Siedler im Inspektionsbildschirm zu erweitern. Sehen, wie das gehen soll. Benutzen. Achso, warte mal. Inventar. Nimm mal. Und dann benutzen wir das hier. Nee, geht nicht. Okay. Naja, finden wir schon noch heraus. Jetzt erstmal nicht. Jetzt machen wir erstmal die Quest. Habe ich diesen gestohlenen Gegenstand denn? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Da müssen wir hin. Okay. Ach, da unten in der Minimap wird mir auch angezeigt, wo ich hin muss. Gott. Seht ihr das da? Hier, neben mir, da. Sehr schön. Sprich mit Amelie Feldtoll. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, dass wenn wir jetzt was für die gemacht haben, dass die zu uns kommt. In unser schönes Lager. Was ist das hier eigentlich? Pilze. Neue Ressourcen zum Essen. Können wir gleich mal ausprobieren. Was ist Besteck? Versteck. Besteck, Leute. Hast du es gefunden? Ohne verfolgt zu werden, hoffe ich. Das Zeichen ist platziert. Hoffen wir, dass dein Plan Früchte trägt. Genial, es wird Anarchie herrschen. Besonders, wenn sie heute Abend trinken. Sie könnten sogar anfangen, sich gegenseitig umzubringen. Was? Hoffen wir, dass es funktioniert, wie du es dir vorstellst. Pass. Und diese Sprechblasen sind immer Leute, mit denen ich quatschen kann. Okay. Also, sehr, sehr interessant. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Bellwright. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich glaube schon. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ein Like unter dem Video wäre nicht schlecht. Ein Kommentar, das füttert den Algorithmus. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.